muss Spaß sein, oder? Moin Leute, ich bin Martin Badakwa, bin 17 Jahre alt und betreibe Calisthenics. Und heute zeige ich den Jungs Übungen mit Eigenkörpergewicht. Und das Ganze heißt Calisthenics. Ich begrüße euch erstmal. Moin. Und wir fangen halt mit der Human Flag an. Bevor man Calisthenics macht, soll man wirklich aufwärmen. Also wirklich ein ganz gutes Aufwärmprogramm durchführen. Ja. Das heißt, ein bisschen dehnen, also mindestens 5 bis 10 Minuten. Von der Übung ganz enger nehmen und dann halt die Hände ganz nach hinten. Und von der Übung zum Beispiel 20 Mal. Dann von diesen ganz nach außen. Auch ca. 10 bis 20 Mal. Und dann von der auch 10 bis 20 Mal. Zeige ich euch die Human Flag. Bei der Human Flag ist die Seitenmuskulatur beteiligt, Bauchmuskulatur und die Arme. Dass man nicht abrutscht, kann man gerne Magnesium nehmen. Und zwar die Human Flag. Jetzt sind wir hier aufgewärmt und können uns nichts verletzen. Deswegen nehmen wir gerade so. Und die Arme sind auch gerade und dann versuchen wir, in die Human Flag zu gehen, so. Versuch das mal einfach. Schieben wir vor hier. Genau, und den Finger greift mal so rum. So, halt. So. So, ja. Den stelle ich mal so hin. So. Versuch mal ein bisschen höher zu gehen, mit Schwungfedern. Ja, das ist so eklig zu greifen hier, weißt du? Das ist, Schon mal, du schaffst das. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Das ist schon eine schlechte Anpassung.
Essen, Mann. Übungssache. Oh oh. Nicht so schwache Nerven auf dem Weg. Ja. Ich will nämlich, glaub, du musst so greifen. Ja, ja, lieber so, dass du auch ordentlich halten kannst. Bis jetzt hast du kein anderes Übung? So oder so greifen? Nee, so. So rumgreifen, dass man so hängt. Und gerade ist halt, ne? So. Perfekt! Komm! Das ist richtig anstrengend. Um es zu leichter, um es zu leichter zu machen, kann man auch versuchen. Sofort, man geht hier und dann schwingt man sich mit Schwung hoch. Desto höher halt, desto leichter. Wenn man gerade ist und so angewinkelt nach unten, ist es halt schwerer. Versuchen wir, ohne immer einen Finger halt loszulassen. Einen Finger halt. Ja, ba, 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 ba. Nee, jetzt hier. Nee, diesen Arm so. Ich hab ihn hier. Nee, hier, hier, genau. Ja. Okay. Schwingen mal hoch. Warte. Ja, das ist auch halt eine Übungssache. Kraft ist auch mit viel bei, ne? Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Nicht das, was ich sonst immer mache. Hat viel mit Kraft zu tun, andere Kraft, als die ich sonst benutze. Aber ich denke mal, wir werden das noch ganz gut weitermachen. Macht auf jeden Fall Spaß und ist mal eine neue Erfahrung. Aber wir werden da noch ein bisschen weiter durchziehen. Human Flag erstmal gemacht. Sehr viel Technik. Körperspannung, interessant. Ich habe das vorher schon mal versucht, aber nicht hinbekommen, aber heute lief es auf jeden Fall besser als meine, ich sag mal, Solo-Versuche, aber ich üb das mal, interessiert mich. Ja, jetzt sind wir mit der Human Flag fertig. Jetzt gehen wir zu der nächsten Übung und zwar ist das der Plunge. Und ja, schauen wir mal, wie ihr das heute schafft. Weil der was? Der Plunge. 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 Oh. Ja, jetzt kommen wir zu dem Plunge. Hier ist auch. Hier braucht man viel Körperspannung und Kraft. Ich zeige mal, wie das folgendermaßen aussieht. Wir gehen erstmal hoch. Winkeln wir unsere Beine an. Ja, das ist Spaß sein, oder? Jeden Morgen vom Frühstück. So stehe ich auch, ne? Ja, Jermin versucht doch mal als Erster die Übung anzunehmen. Meine Fresse. Ich bin ein alter Mann, ey. Ja, aber Körper wie ein 20-Jähriger, ne? Ja, ja. Würde ich auch sagen. Ja, hat er doch nie gemacht. Alter, das geht nicht. Und zum Beispiel, wenn man auf Meisterschaften ist oder das man im Video zeigt, Plunge heißt, dass die Ellenbogen gerade sein müssen und ja, und man gerade sein soll. Ups. Oh fuck. So. Warte mal, ich schau. Okay, okay. Sofort. Ich versuche es nicht. Aber du musst vorher nochmal machen, muss ich gucken. Ja. Oh, Scheiße. Wir versuchen erstmal in die Position zu gehen, dass die Ellenbogen gerade sind und nicht danach erstmal. Also wirklich versuchen, dass die Ellenbogen sofort gerade sind. Geht nicht, geht nicht. Lass es. Logisch nachhelfen. Ja, das ist problematisch. Ich versuche es. Deswegen nochmal versuchen.
Und jetzt geht gerade in die Hände. Gerade, gerade. Komm schon, komm, komm, komm. Siehst du das? Man geht sofort los. Man ist da jetzt. Erste Tag. Das ist ja auch eine natürliche Dingsbums vom Körper. Ne? Eine natürliche Position, wenn du gedrückt ist. Ja, das war gerade Herr Plunge. Jetzt kommen wir zu dem Element Muscle Up. Muscle Up sieht folgendermaßen aus. Ein Muscle Up ohne Kipp, das heißt ohne Schwung. Also wir hängen uns ran. Hände auf der Schulterbreite. Dann schwimmen wir gar nicht hoch. Gar nicht. Und dann und Muscle Up mit Schwung, was ich nicht vielen empfehle eigentlich, besser den gerade zu machen, ist, man geht hier nach vorne, sucht sich einen Punkt aus und dann schwingt man einfach sich mit Bein hoch. Jetzt hoch, komm. Nein! Das ist nicht mein Ding. Ich kann nur Klemmzüge. Ja. Und die Finger halt besser so rum zu halten. Meinst du? Ja, genau. So kommst du auch besser ran, sonst rutschst du noch ab, weißt du. Komm, komm, komm hoch. Schaffst du es, um rumzukommen, noch mal runter? Geh mal ab. Jetzt lässt man lieber am Fuß an, weil und du machst an. Genau, dass man einmal das Gefühl auch bekommt. Man soll halt diese Position so rübergehen, auch mit den Handgelenken, dass man wirklich rübergeht. Jetzt versuch zweiten zu machen, alleine. Komm, 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 komm. Jetzt. Also wenn man auf zwei Arme nicht schafft, man kann auch auf einen Arm gehen. Das heißt, rüber, rüber, oder? Ach so, cool. Du bewegst dich. Ja, gleich cool. Mit so mehr hoch, ne? Jetzt kommt der Dicke. Der ist auf einen, ne? Der ist auf einen geht besser. Auf schon. Einen, ja, gleich. Das hätte ich vorher sagen können. Oh, nee. Komm. Was? Ohne Technik. Komm, gib mal deinen Fuß hin. Die Technik hat auch weh. Eins, zwei, drei. Oh, nee. Sollen wir mal versuchen? Ich bin wie du. Ja, komm. Ja. Ach, nein. Meister. Es gibt noch den Mega Power Griff, der ganz breite. Zwar. Das ist schon härter, das ist schon nächste Level vielleicht. Das heißt, wenn man so innen nimmt, dann brauche ich nicht so viel Kraft. Stimmt? Das ist bei jedem eher Muskelgruppe, ne? Ach, komm, komm hoch. Nein. War schon fast, doch. Versuch nochmal, ja. Komm nochmal. Komm, komm.
Ja. Ah, geschafft. Bis er Beine geholt hat. Komm, komm, komm. Ah. 17 Jahre. Schon beeindruckend, was er so kann. Ja, nicht ganz meins, aber muss ich wohl mal ein bisschen mit einbauen, so für Kraftkörperspannung. Ich glaube, das kann mir nicht schaden. Ey. Super Erfahrung heute gewesen. Was ist los, Mädels? Habt ihr gar nicht gesehen, ne? Doch, ich hab's auch gesehen. Komm, weiter. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Martin hat auf jeden Fall Kraft und Power, kann man nicht sagen. Wie er da an den Stangen rumspringt, habe ich selber so noch nicht gesehen. Ist eine Sache von Disziplin, Körperspannung und viel Training, aber wer da Bock drauf hat und viel trainiert, der kann das, glaube ich, machen. Mein Ding ist es jetzt nicht, aber zu meinem Ding komme ich später. Alter, 17 Jahre gerade ist krass. Kann man nicht glauben. So, los, los, hin. 1, 2, 3, guck. Also. Gut, Jungs. War ganz cool. Auf jeden Fall geile Sache. Aber jetzt wollen wir mal ein bisschen Geschwindigkeit und Bewegung da reinbringen. Also gehen wir Football spielen. Ja!